Gut. Wo fange ich an? Ich bin Ethan. Ethan Winters. Das mit den Bakers ist jetzt 3 Jahre her. Ich wollte meine vermisste Frau finden. Ich bekam eine Mail von ihr. Da stand, ich solle sie holen. Naja, so bin ich halt in Louisiana gelandet. Als ich Mia fand, war sie in einem dunklen Keller eingesperrt. Sie war völlig von Sinn. Hat mich angegriffen wie ein wildes Tier. Später habe ich herausgefunden, dass sie mit einem Pilz infiziert war. Ich habe auf dem ganzen Anwesen nach einem Gegenmittel gesucht. Die Leute, die da wohnten, waren auch infiziert. Sie hatten alles Menschliche verloren. Der Grund dafür war eine Biowaffe, die aussah wie ein Mädchen. Ihr Name war Evelyn. Ich habe die Familie bekämpft und Mia mit einem Serum behandelt. Dann sind Chris Redfield und sein Team aufgetaucht und haben uns da rausgeholt. Ja, reicht das? Ich möchte wirklich nicht mehr darüber reden. Es ist vorbei. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur!« Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. »Wir waren gütig, doch du wurdest gierig«, fauchte sie. »Nun gib, was uns zusteht.« Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. »Da. Sie schläft.« »Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt.« »Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen.« »Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch?« »Ja, ich kann mich erinnern.
bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Oh, dieser Stopfen, dieser Pfropfen. Das ist kein Baby, das ist ein Pfropfen. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Oh, wir sind Hast jetzt alle... Hast du was gesagt? Nichts. Nee. Ich bring sie ins Bett. Ich muss mich erstmal ganz... Also erstmal muss ich mich vorstellen. Warte ganz kurz, geht das hier alles? Ich glaube, es funktioniert. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Schwarz-Weiß-Gronkh. Ich hoffe, es geht euch ganz fantastisch. Und wir spielen, ja, ab heute, da wärt ihr nicht drauf gekommen, Resident Evil 8-Village. Ja, also offiziell Village, Village. Und die meisten von euch haben es bestimmt schon gesehen in der Demo oder sonst irgendwas. Ich bin diesmal völlig ungespoilert. Ich kenne die Lady, die habe ich schon gesehen. Ja, es ist schwer, der Lady zu entkommen. Auch auf Twitter, weil überall Bilder gepostet werden. Ansonsten bin ich diesmal völlig unbelastet. Ich habe bei Resident Evil 7, wusste ich von Anfang an alles. Habe ich gleich alles, habe ich durchschaut, wusste ich. Und wir haben den Pfropfen noch auf. Guck mal, wie dieser Pfropfen. Ganz ehrlich, das Baby tragen wir jetzt das ganze Spiel über auf dem Arm. So machen wir das. Guck mal hier. Halt dich besser fern von mir, wenn ich koche, Schatz. Sie war auch vorhin direkt sehr garstig, als wir die Vergangenheit angesprochen haben. Damals, als wir noch bei ihrem Dad und ihrer Mom zu Hause zu Besuch waren und ihren Geschwistern, ihren diversen. Ja, falls ihr euch erinnert, in Resident Evil 7, in der kleinen Bruchbude, sage ich mal, wo unsere liebe Frau sich einen Pilz geholt hat. Gut, das kann mal passieren. Sollte nicht, aber... Oh, was war denn hier? Eine CD von... Warte... Unser Musikgeschmack hat sich eindeutig gebessert. Meiner ja, aber deiner? Mein Hahn. Ich bin heute voll auf der Emo-Schiene. Passt aber zum Schwarz und Weiß, ich lasse das so. Miss D und Jazz-Alben, die man in jungen Jahren nicht zu schätzen wusste. Gut, ich kenne das nicht. Gut. Bin ja auch noch in jungen Jahren, ne? So, hier nochmal ein Schlückchen Weinchen fürs Baby, dann schläft's besser. Wenn du groß bist, stoßen wir gemeinsam an. Versprochen? Bring Rose schnell ins Bett, ja? Ja, Schatz, ich beeil mich. Ich guck mich nur ein bisschen um. Guck mal hier, so ein schönes Foto. Oh ja, da, ja, das mit der Murmel, ich erinnere mich noch. Ja, da hat sie die Murmel gehabt. Das war keine Schwangerschaft, das war einfach, sie hat das Essen nicht vertragen. Das war das Louisiana-Essen damals. Kann ich ranzoomen? Okay, mehr nicht. Oh, mehr. Ein echtes Wunder. So, untersuchen. Aha, damals noch. Oh, wie schön mit dem Baby am Strand. Hätte ich mir das nicht mal im Traum vorstellen können. Ne. Schön am Strand mit dem Baby und die Mia. Also egal, wie man sich in Teil 7 entschieden hat, ja, ich will da jetzt nicht spoilern, aber Leute, wenn ihr 8 guckt, ich werde wahrscheinlich ein bisschen Bezug nehmen auf 7. Offenbar haben wir uns in 7 für Mia entschieden. Ja, das kann man ja auch mal nicht machen. Das geht natürlich auch, je nachdem, wie man das möchte. Oh, das kleine ABC. Wie viele Bücher denn noch? Wie viele Bücher denn noch? Was mit dir? Natürlich ganz viele Bücher. Ist doch gut, hä? In dem Alter hängen die meisten schon auf TikTok. Da sei mal froh, dass sie liest. So, können wir uns noch irgendwas angucken, bevor das Schreckliche beginnt? Ich schaue mich noch mal ein bisschen um. Hier im Kühlschrank zum Beispiel. Ah, guck mal hier. Rose Menü Februar. Am 6.2. gibt es Reiszerealien und Bananenmus. Am 7.2. leckeren Süßkartoffelbrei und Rahmspinat. Ethan, weh, du tust ihr Zucker oder Honig ins Essen. Und keine Pilze. Ja, mit Pilzen haben wir so unsere Erfahrung. Das ist, glaube ich, generell keine gute... Oh, das Foto! Oh, wie süß! Vor allem voll die Riesentorte. Das Baby kriegt doch nichts von der Torte. Das darf ja noch keine Torte. Also vielleicht mal ein bisschen was naschen. Aber sind wir ganz ehrlich, wir wissen genau, für wen die Torte hier eigentlich ist. Am 2.2.21 ist sie 6 Monate alt geworden. Ob das eine Rolle spielt, wenn man das Geburtsdatum von ihr weiß? Nicht mehr lang und sie wird ein Jahr. Kinder werden so schnell groß. Da Lass sagst du. Lass es uns einfach genießen. Das machen wir. Wo bin ich denn hier? Ach, statt Hip gibt's hier Hopp. Alles klar. Schön, der gute Hopp-Babybrei. Das brauchen wir überhaupt nicht. Mia kocht alles selbst.
Horn of irgendwas? Horn of Plenty. Ah, das Füllhorn. Ich dachte, es wäre eine alte Banane, die abgebildet ist. Und da Half Hole. Ich weiß, was es ist. Ist das Hundefutter da hinten? Half Hole? Das Halbloch? Ah, okay. Na, wir ernähren uns hier offenbar sehr gesund. Hier hinten ist aber dreckig. Was haben wir noch für einen leckeren Saft? Wir legen gleich los, ne? Also die erste Folge. Armel ist das. Gold Disgust. Da fehlt noch ein T. Das ist Mehl. Und guck mal, die Getränkepackungen sind alle schon so gammelig. Und die Kartons auch. Und die Kartoffeln sind, da wächst schon über was raus. Oh gut, das ist aber normal. Da wächst überall schon was raus. Die kannst du da nicht wieder anpflanzen. Das ist aber, also der Raum hier hinten ist aber schon ein bisschen schmulig. Oh, wo kommen wir denn hier lang? Ja. Oh, die Ruhe. So, ich weiß noch bei 7. Da bin ich überall, auch zuerst rumgelatscht, hab alles erforscht und mir alles angeguckt. Die Bücher kann ich nicht lesen, ich weiß nicht genau. So, die Schublade ist leer. Also ich hätte da die Schlüssel reingemacht, wahrscheinlich in die Schublade. Da gibt's ja keine. Guck mal, da ist auch noch ein Bild. Oh. Aus ihr wird mal ein hübsches Mädchen. Das ist schon ein hübsches Mädchen, guck doch mal. Und wie fotogen. Und immer Sabber an der Lippe. So, hier, aha. Wir haben aber keine Familienfotos, ne? Also von uns hier als kleine Familie schon, aber nicht von der alten Familie. Da ist ja irgendwie nichts. Der Vater war ja eigentlich nett. Wenn er nicht gerade Ethan gerufen. Wenn es wärmer wird, können wir raus spazieren. Ja, das ist eine gute Idee. Oh, wie idyllisch hier alles ist. Wahrscheinlich bricht gleich das Haus zusammen. Oder es brennt oder so. Ich hab's ja gesagt. Dieses Buch ist noch nichts für dich. Was war das mit der Geschichte am Anfang, frage ich mich. Ich meine, klar, da haben wir vorgelesen, aber die bedeutet doch was, oder? Die hat doch bestimmt was zu bedeuten mit der Geschichte hier. Die war ja bestimmt nicht nur zum Spaß da, oder? Oh. Komm, wir gehen erstmal, ich muss Pipi. Was hier? Mias Medizin. Seit dem Vorfall muss sie sich an eine strikte Diät halten. Okay. Medizin. So, der Spiegel ist gerade ein bisschen beschlagen, da sieht man nichts. Wir haben übrigens RTX und alles haben wir an. Ne? Wir spielen auf 4K, 60 FPS und alle Effekte hochgedreht. Wir spielen hier auf den besten Einstellungen, die man überhaupt haben kann. Und ich finde, man sieht es auch. Ich liebe Horrorspiele oder generell Spiele, wo man so in Wohnungen rumlaufen kann. Ich weiß nicht warum, ich liebe diese Indoor-Games immer, wenn die so halt, so, die, wenn das so ultra-realistisch aussieht. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich liebe sowas. So, okay, hier ist nix. Hier ist ein schönes Sofa, kann man da rein? Oh, das ist nicht für die Aufnahme bestimmt. Richtige Influencer-Wohnung, weißt du? Hier machst du aber die Fotos und hier hast du den ganzen Scheiß reingeschmissen. Da muss aber dringend mal jemand mit dem Messi-Team reinkommen. Wir müssen hier gründlich sauber machen, bevor Rose anfängt zu laufen. Oh, das soll Rose Kinderzimmer werden? Ah nee, damit sie nicht verletzt war, glaube ich, ne? Was war denn da? Die Architektur osteuropäischer Burgen und Wehrtürme aus historischer Sicht von George Trevor. Hier ist ein uralter Kalender. Ohne Jahreszahl, der ist immer gültig. Okay, cool. Kann ich Licht anmachen? Nein, okay. Ist aber einfach so. Ursache des Giftgasvorfalls in Dalvey geklärt. Die Ermittlungen bezüglich des Austritts von giftigem Gas in Dalvey, Louisiana im Jahre 2017 wurden am 18. dieses Monats offiziell für abgeschlossen erklärt. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass natürliches Gas, welches sich im Tonstein dort gesammelt hatte, an die Oberfläche getreten war. Oha, natürliches Gas also. Jack B. 57... Ethan und seine Familie, die dem Gas ausgesetzt waren, verstarben in der Folge. Mit Ethan und Mia sollen sich zur Zeit des Unglücks 2 weitere Personen auf dem Anwesen aufgehalten haben. Es gibt derzeit jedoch keine Hinweise zu ihrem Verbleib. Die gesamte Umgebung wurde von offizieller Seite abgeriegelt. Es wurde verlautet, dass es mindestens 10 Jahre dauern werde, bis das Gebiet wieder bewohnbar wird. Und bis dahin hat 100 Pro die Umbrella Corporation da ihre Zelte aufgeschlagen und untersucht oder
schafft Beweise beiseite, vernichtet Beweise, was auch immer. 100 pro. Biogas. Mhm. Hat sich überhaupt noch jemand daran erinnert? Oh ja, ich erinnere mich noch sehr gut dran. Ich war damals ja auch betroffen. So, hier ist nix. Sonst, das war's. Ich glaube, die Zeitung ist der Grund, warum wir in den Raum gehen können, ne? Huch, was ist denn? Ist das nicht... Sind die nicht aus? Wozu hab ich denn eigentlich noch? Wird Zeit, dass ich ihn entsorge. Haben wir die im 7. Teil gesammelt? Ist das gerade so ein kleines Easter Egg? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Gott, furchtbar. So, das ist Kunst. Wunderschön, ja. Bisschen verstörend. Oh, warte, da... Oder? Ist das letzte... Ah, hier. Hier ist noch was. Genau. Deine Mama und ich lieben dieses Lied. Ja, ist echt schmissig. Wow, geht richtig nach vorne. Wird bestimmt ein Chart-Hit. Pass da, meine Kleine. So, ah, du Stöpselchen. Gleich gibt's ins Haierbettchen. So, ein Mädchen schenkt einem Jungen einen Ballon auf dem Bild. Hier geht von alleine die Tür auf. Ich glaube, die haben wir gerade mit dem Arsch aufs Auswesen aufgemacht. Ethan, hast du Rose ins Bett gebracht? Bin auf dem Weg. Hab's fast. Würfelchen. Warte, kann ich jetzt den Ball auch treten? Ja, das geht. Ich will sie noch gar nicht ins Bett bringen. Ich will mal ein bisschen rumgucken. Ne? Trag dich doch mal ein bisschen hier rum. Hab dich so gerne auf dem Arm. Warte mal, da habe ich gerade einen Laptop gesehen. Da müssen wir auch mal... Jo. Gleich geht's in die Haie. Ich muss erstmal Fotos angucken. Können wir uns vielleicht zu viel Zeit lassen, eventuell? Erstmal das Kind unterm Schrank geparkt, okay. Okay, die Fotos sind echt schön. Guck mal, Hochzeit und so. Okay, warte, ich blätter mal. Mhm. Ah, das war die Schwangerschaft, ja. So. Guck mal, da warst du noch hübsch, Stöpsellieben. Und so bist du aus Mama rausgeschossen. Wie ein Torpedo. Puh! So. Ich wünschte, es könnte immer so bleiben. Oh, die Äffchen habe ich gesehen. Die Äffchen habe ich gesehen. Ja, immer so bleiben ist gut. Warte. Die Äffchen habe ich auch gerade... Ja. Ich bringe dich ja, du kleines Quengeli. Hm? Kann man sich am Anfang zu viel Zeit lassen? Guck mal hier. Oh, hallo, kleine Rose. Oh, ist das süß. Ist das süß. Ich meine, hey, das ist okay. Rose' Lieblingsspielzeug ist das Äffchen. Guck mal, die ist auch ruhiger geworden da. Jetzt direkt. So, okay. Zeit fürs Bett. Ja. Name, Rosemary Winters. Geburtsdatum 2.8.2020. Da haben wir es nochmal. Größe 62 cm, Gewicht 6,5 Kilo. Untersuchungen, Hör- und Sehvermögen, Berührungsempfinden, Reflexe. Keine Auffälligkeiten. Kind ist bei guter Gesundheit. Sonstige Bemerkungen. Ergebnisse des Tests auf pathogene Pilze werden noch von der BSAA bereitgestellt. Weil Mia ja den Pilz hatte, sie hat zwar das Serum bekommen, wir wissen aber nicht genau, wie das Serum funktioniert, das Gegengift beim Pilz, halt aus dem 7. Teil, und eventuell trägt das Kind ja was in sich. Das hier steht doch nicht umsonst da, oder? Pathogene Tests auf pathogene Pilze, da steht doch... Kein Grund zur Sorge. Doch, Grund zur Sorge. Ganz großer Grund zur Sorge. So, 6.2.2021. Mia und ich haben uns mal wieder gestritten. Ich habe aus Versehen die Sache von vor 3 Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen. Aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist.
Ich weiß, Mia redet nicht gern darüber, aber glaubt sie wirklich, wir können all das vergessen und so tun, als wäre es nie passiert? Sollten wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass diese Erinnerung in unseren Köpfen umhergeistert? Ich finde, das sind wir ihr schuldig. Und Mia weiß das auch, da bin ich sicher. Wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. Wegen des Babys. Das Baby hat es also auch. Ich gehe mal. Ich darf deine Mama nicht warten lassen. Wütend ist sie zum Fürchten. Okay, ganz kurz. Ich lasse die Mama nochmal warten. Ich kriege ja so viele Hinweise, dass die Mutti ungemütlich wird gerade. Oder dass irgendwas. Es ändert sich so viel, weil wir uns zu viel Zeit lassen, dass ich ehrlich gesagt. Es gibt ja manche Spiele, die haben so ein alternatives Ende, wenn man am Anfang einfach. Es aussitzt. Ob das hier auch so ist? Nee, ne? Wo ist sie denn? Ach, in der Küche. Wo ist denn. Die Küche war da rechts, ne? Warte kurz. Guck mal, hier ist noch ein Klavier, da haben wir noch gar nicht gespielt. Schatz! Das Baby will nicht schlafen. Ich habe wirklich alles probiert. Schatzü! Schatzü, bist du sauer? Hey, was soll das werden, Mister? Ja, ich dachte, ich guck mal, was du da machst. Da ist schon wieder so eine dreckige Packung Saft. Ich hasse diese dreckigen Packungen Saft. Und diese Mehlpackungen sind auch alle so ekel. Und was ist das da für ein schmutziges Glas? Ihhh. Wahrscheinlich Familienerbstück aus dem Haus noch, ne? In Louisiana. Oh, guck mal hier. Hast du Hunger? Nein? Dann später. Also ich würde es nehmen. Ein frisch abgewaschenes Babyfläschchen. Ich hätte da was für dich. Wenn du Rose ins Bett bringst. Piu, alles klar. Ich bin auf dem Weg. Arm und Beine bilden eine rotierende Scheibe. Von mir bleibt nur eine Staubwolke. Warte mal, hier haben wir auch noch nicht geguckt, ne? Was ist das denn? Hat eine Ewigkeit gedauert, diese Tücher zu finden. Was sind das für Tücher? Ich meine, okay. Ich kann nicht lesen, was da steht. Kann ich das von hier lesen? Nee, aber hier ist was anderes. Ein Handtuch? Rose Windeln. Sie wächst langsam aus ihnen heraus. Du musst die zwischendurch auch ausziehen. Und hier, der Monitor des Babyphones, er ist ausgeschaltet. Okay, das heißt, Babyphone haben wir auch noch. Oh, warte. Oh. Rose, guck mal Fernsehen, statt schlafen zu gehen. Guck mal hier. Ich guck auch. Nein, der überholt uns. Das ist ein Race, der darf uns nicht überholen. Rose, mach was, schnell. Guck, der überholt, guck mal da. Rose, schnell. Setz deine Pilzkräfte ein. Jetzt werden wir von Ballons schon überholt. Alles klar, letzter Platz. In dem Rennen belegen wir den letzten Platz. Das Schwein mit dem Fernglas ist nicht sonderlich gut. Gibt es eigentlich sowas wie, es gibt ja Pferderennen und sowas, also so Wetten auf Pferderennen und so. Gibt es sowas für Heißluftballonfahrten? Das müssen die langweiligsten Wetten überhaupt sein, wo du dann stehst und wartest, welcher Heißluftballon am schnellsten ist, so. So, passiert noch irgendwas? Oh Gott. Und da fängt es wieder von vorne an. Das ist nicht meine Lieblingsepisode. Guck mal, wir gucken lieber Ren und Stimpy, komm. Komm schon. Ja, Schatz. Ja, ich eile. Ich glaube, das wird nichts, ne? Sie ist immer noch viel zu lieb. Vielleicht muss man sich am Anfang eine Stunde Zeit lassen, aber ich bin ganz ehrlich, die Geduld habe ich dann auch nicht. Wir haben uns alles angeguckt, glaube ich. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Es war alles sehr schön. Kann man hier nochmal die Schublade öffnen? Nein. So. Oh. Ich glaube, sie hat gerade ganz leise geschnarcht. Was ist denn das hier alles? Oh, was ist das denn? Die Sachen, die Rose morgen anziehen soll. Oh, guck mal hier mit dem Bärchen drauf. Sie schnarcht. Oh, das ist so süß. Ich drück die, bis die platzt. Huch, was denn hier? So, hier ist ein Bettchen. Ich leg dich jetzt hier rein und dann kannst du da schlafen. Okay. Oh, die schnarcht. Das ist so süß.
So. Hm? Okay, gut. Wir kommen zur Sache. Wir wollen ja auch was essen. Da wären wir, Süße. Oh. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Ehrlich gesagt, fand ich im Märchen die ganzen Viecher. Oh, wir sind viel schneller jetzt ohne Baby. Ja, so geht's natürlich auch. Ich fand im Märchen. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet namens Thor. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Wahrscheinlich das Baby ins Bett gebracht. Oder habe ich. Ich habe den Ball gekickt, glaube ich, aus Versehen, ne? Aber ich weiß nicht wohin. Wo ist denn. Ich habe mir den Ball aus Versehen Thor gemacht. Ich. Hier durch die Tür vielleicht? Oh ja, hier durch die Tür. Da kriegt man ein Achievement. Nice. So, okay, gut. Wir haben alles. Hier ist auch nur das hier. Okay, dann können wir uns ja mal ein bisschen freier. Ich meine, wir haben jetzt eh schon alles gesehen. Aber ich bin ganz froh, dass wir hier die ganze Zeit mit Rose rumgelaufen sind. War irgendwie schön. Hat mir viel Vater-Tochter-Bindung gebracht hier gerade. So. Schatz, ich geh nochmal spazieren vom Essen, ne? Hey! Nicht so laut. Ich wollte nur sicher gehen. Ich hab mich voll erschrocken. Oh Gott. Das war echt voll laut gerade. So, Schatz, ich setze mich schon mal... Essen? Oh, Essen ist schon da. War das vorhin auch schon da? Warum sieht das so plastisch aus? Schatz, hast du wieder Lufthansa aufgewärmt? Das sieht aus wie die Fertigmenüs. Guck mal, das ist alles plastisch. Und wieso ist unser Besteck so fleckig? Hast du nicht das neue Somat benutzt? Das ist aber... Na gut, okay. Gut, hier hat man schon das Jazz-Album. Sehr schön. Und... Oh. Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume. Ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Hm? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Hm. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose... Jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Mia! Umbrella? Mia. Oh Gott! Chris? Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Sie hat noch gelebt? Warum? Los, Bewegung! Sauber! Rose! Das Baby! Was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los! Rose! Schaff den hier raus.